zusammen, guten Morgen! Hallo, ihr Lieben! Heute wollen wir euch mal zeigen, wie man ein gesundes Frühstück vorbereiten kann, oder? Ein gesundes Frühstück, das auch noch satt macht. Da unten in dieser Kommentarleiste steht dann auch das Rezept bzw. die benötigten Zutaten. Der erste Schritt, für den ersten Schritt, machen wir das Knuspermüsli. Warum, Nina? Warum machen wir zuerst das Knuspermüsli? Weil das am längsten dauert. Das muss man alle 10 Minuten dann immer mal ein bisschen umwenden. Das kommt dann in den Ofen und dauert ungefähr eine halbe Stunde bis 40 Minuten ungefähr. Und dann alle 10 Minuten muss man das umdrehen. Wir brauchen Haferflocken einer bestimmten Firma, nein, keine bestimmte Firma. Wenn man es gerne wirklich sehr knusprig möchte, nimmt man die kernigen Haferflocken, man kann aber auch die feinen nehmen. Aber die kernigen empfehlen sich für Müsli. Davon brauchen wir 350 Gramm. Dann braucht ihr in einem extra Glas, am besten hier so ein kleines Schraubglas, könnt ihr dann noch 50 ml Sonnenblumenöl oder Öl abdecken, 50 ml Wasser, 2 Esslöffel Honig und optional, wenn ihr das möchtet, 1 Teelöffel Zimt. Gibt einen leckeren Geschmack. Sollte sich zumindest einigermaßen vermischt haben. Wir kneten das jetzt hier rein, also auch Hände schön sauber machen. Wir kneten das jetzt hier rein. Okay. Das heißt, wir kneten das jetzt hier rein. Ich muss das jetzt da reinschütten. Ja. Ich habe da schon etwas vorbereitet. Hast du was vorbereitet? Genau. Ein Blech mit Backpapier ausgelegt. Ja. Immer die einfachste Variante, geht schön ab. Das kann man auch super aufheben, kommt dann einfach in den Schraubklaus oder wenn ihr so ein Müsli-Gefäß habt, rein und könnt ihr das eine ganze Weile aufheben. Ab in den Ofen? Ab in den Ofen, ja. Okay. Mittlere Schiene, 160 Grad. Und jetzt, also ungefähr 30 bis 40 Minuten, je nachdem wie knusprig ihr das haben möchtet. Und jetzt immer Wecker stellen auf 10 Minuten und in 10 Minuten wenden wir das Ganze einfach mal mit einem großen Holzlöffel. Und machen jetzt als nächstes das Omelett. Dafür brauchen wir Babyspinat. Dann die 50 Gramm Kirschtomaten, also ungefähr 50. Wir brauchen 50 Gramm Feta-Käse. Dann brauchen wir 4 Eier. Achtet darauf, dass die Eier aus guter Haltung sind. Also mindestens Freilandhaltung, sage ich jetzt einfach mal so, weil alles andere... Ja, Knuspereier. Also oder am besten Bauerneier. Das ist noch besser. Und dass das Omelett schön fluffig wird und weich und locker, kann man da entweder 50 ml Milch oder aber, wer das nicht mag, kann natürlich auch 50 ml Mineralwasser dran machen. Jetzt einen schönen schnellen Smoothie, der ist sehr lecker, der macht auch gut satt, also den kann man auch mal zwischendrin oder mal zum Nachmittag, im Sommer ist vielleicht auch lecker. Dazu braucht ihr für 2 Portionen oder für 2 Gläser 300 ml kalte Hafermilch, könnt auch eine andere Milch nehmen, aber mit Hafermilch, gibt eine gute Süße und schmeckt ganz lecker, außerdem passt es zum Haferflocken-Thema. Dann brauchen wir 100 Gramm Himbeeren, entweder frisch aus dem Garten oder tiefgekühlt, wenn die tiefgekühlt sind, ruhig antauen lassen. Das sieht dann so aus, wir haben das schon mal reingemacht.
Dann kommt da noch mit dran 2 Esslöffel Honig oder Agavendicksaft. Silke schmeißt mit Löffeln. Wir können auch einen so gehäuften nehmen. Ich denke, das ist in Ordnung. Der ist wirklich groß. Und dann kommt für die ganz cremige Konsistenz kommen diese Haferflocken, die Instant-Haferflocken dazu. Davon brauchen wir 6 Löffel. 6 Esslöffel. Also Öl rein. Ich möchte die Tomaten ein bisschen durcher haben, man kann die auch bloß drauflegen. Ich lege zuerst die Tomaten rein. Also Tomaten rein in die Pfanne, Vorsicht, das spritzt. Können wir ein bisschen Hitze rausnehmen. Ich würde es nicht zu heiß machen, sonst ist das im Stock das Ei so schnell. Dann kommt da unsere Eimasse drauf. Nehmt bitte eine Pfanne, die gut beschichtet ist. Dass es nicht anbrennt, sonst ärgert ihr euch. Und dann, wenn das Ei drin ist, gleich den Spinat mit drauf. Die Silke darf jetzt bröseln. Ja. Man kann das Ei dann klappen. Man kann es aber auch so ganz lassen und so stocken lassen. Da empfiehlt es sich auch, wenn man dann nochmal einen Deckel oder irgendwas drauf macht, dass es auch von oben richtig durch wird. Oder man lässt es einfach noch ein bisschen stehen. Was lecker dazu schmeckt, ist, also ich mag Ei und Frischkäse, mag ich die Kombination. Man kann aber auch schön Schinken drauflegen. Das ist einem selber überlassen, wie man sich das dann schmiert und macht. Also von den Vorbereitungen her sind wir eigentlich schon relativ gut durch. Jetzt ist die Silke hier hinten, es tut mir leid, jetzt habe ich die Silke ausgelassen. Kannst du ja mal kurz gucken. Hallo! Hallo. Von den Vorbereitungen sind wir jetzt fertig, auch vom Kochen eigentlich. Jetzt geht es ans Anrichten. Also wenn das Ei gut durch ist, wenn ihr das habt stocken lassen, könnt ihr das dann anrichten. Und lasst es euch schmecken. Und schmecken lassen. Ja. Guten Appetit. Und wie gesagt, Eier ist eine gute Anregung für Ostern zum Beispiel. Für den Osterbrunch. Da kann man auch schön lange frühstücken und sich schön satt essen. Und da muss man auch kein Mittagessen machen. Genau. Probiert es einfach aus. Tschüss. Tschüss.